Okay. Jetzt muss ich also doch noch mal schnell zu Oma, die Würmer und die Erde in diese. Der Baum, ey, ist echt eine Challenge für die. In die Kiste werfen, also in den Schrank. Und dann gehe ich wieder in die Mine. Na komm, dann transferieren wir die Farbe auch erstmal rüber. Die benötige ich ja jetzt gerade nicht. Und dann bringe ich die Brücke noch weg. Das li liegt ja auf dem Weg. Und dann gehe ich wieder in die Mine. Kann man irgendwo sehen, wie ich eine Angel freischalten kann? Ja, Fische fangen geht ja noch nicht, weil keine Angel. Hallo. Hier sieht auch nichts nach einer Angel aus. Aber ich kann anscheinend einen größeren Rucksack bekommen, wenn ich noch zwei Bitten erfülle. Mann! Okay, also ich sehe da nirgendwo eine Angel. Also kriege ich die wahrscheinlich so wie das Schmetterlingsnetz, weil da irgend so eine Figur durch die Stadt läuft und sagt, ah, oh, hier, ich angel so gern oder so. Nein, falsch. Hallo. So, jetzt habe ich eine. Jetzt habe ich hier eine Brücke hingestellt. Und hier ist der Angelplatz. Also ich vermute, dass es einer ist. So, hier liegt aber nur Müll rum. Oh, die Kamera ist aus. Ich meine, wenn hier schon Stein liegt. So, aber das war's dann auch schon. Steht da was? In die Stadt. Ja, da kann ich ja nicht entlang gehen. Da steht ja nichts dran. Und da geht's nicht weiter, weil Weg versperrt.
Ja, gut. Dann, dann gehen wir hier noch mal rein. So, also da komme ich nicht durch, genau. Hier habe ich schon alles geholt. Gut, dann muss ich ganz nach links und dann eine Ebene tiefer. Und das decken wir mal volle Kanne auf. Weil dann habe ich ja quasi alles freigeschaltet, was bis dahin geht. Und dann müsste es ja eigentlich irgendwie weitergehen, dass irgendwas im Spiel sagt, hey, also da kommt eine neue Person oder irgendwas. So, da geht, da ist nichts, da geht's nur runter. Hier unten geht's zurück. Was steht da? Es ist zu dunkel. Kann ich jetzt lesen, was da steht? Na, irgendwie nicht. So. Hallo. Gut. Da geht's nicht weiter, also muss ich dem Pfeil folgen. Aufregend. Oh, diese Spitzhacke ist nicht stark genug. Ja gut, dann habe ich die Mine jetzt für mich erstmal maximal explored, sozusagen. So, und damit das mit der Spitzhacke weitergeht, muss ich, wie gesagt, erstmal angeln. Und den kleinen Wald kann ich vermutlich jetzt auch noch nicht besuchen, weil Dinge. Weil Dinge. So, was kann ich dann hier noch machen? 20 Diamanten abgebaut, da bin ich noch lange nicht. Was ist das? Gebaute, bestehende Entwürfe. Okay. Farben hergestellt. Ja, okay, da bin ich noch lange nicht. Fische fangen kann ich nicht, noch nicht. Also ich könnte noch mehr Schmetterlinge fangen. Und sowas alles. Können wir hier noch irgendwas machen? Blumenpflanzen. Ja, okay, das könnte ich wohl tun. Da kriege ich noch mal einen Geldsack. Dorfbewohnern zuwinken. Wie kann man denn winken? Wie geht das denn? Ja gut, okay. Ich bin da noch nicht ganz so weit.
Wie winkt man denn Dorfbewohnern zu? Einstellung, Steuerung. Ein Emote-Menü. Winken ist C. Ah, okay. Okay, also ich will ja auch noch Farbe herstellen und sowas. Damit ich das wieder kann, muss ich ja auch erstmal schlafen. Kann ich irgendwo sehen, was ich noch zu tun habe? Ach genau, den Stahl herstellen und Sally zurückkehren. Ich glaube, das mache ich mal noch eben. Also wenn ich das kann, natürlich nur. Ein Stahl herstellen. Hey, hast du diese Holzbretter, Mike? Yep. Großartig. Weißt du was? Warum versuchst du nicht, den Stuhl zu reparieren? Ich glaube, das kannst du gut. Geh und interagiere mit dem Entwurfstisch und wir können loslegen. Du kannst jetzt Gegenstände aus deinem Rucksack fortfahren. Fahr fort, indem du... Ja, okay. Wähle den kaputten Stuhl aus. Du kannst nicht nur Kopien eines Gegenstandes herstellen, sondern diesen auch Benutzer definieren. Wähle die Taste Benutzer definieren. Dann wähle ich mal die. Ich habe sonst immer die andere gewählt, aber... So, ich möchte Zeug hinzufügen, und zwar das Stuhlbein. Zack. Hier siehst du alle Teile. Wähle das Stuhlbein-Teil. Oha! Gut gemacht, Mike. Ich bin mir sicher, der Besitzer des Stuhls wird mit deiner Arbeit sehr zufrieden sein. Und eigentlich müsste ich doch jetzt auch diese Stühle dort auswählen können. Aber ich bringe das jetzt mal zu der Kuh. Wie hieß die nochmal? Tola. Da hinten läuft sie. Weißt du, ich weiß noch immer nicht, welches Material am besten für Möbel geeignet ist. Also bleibe ich einfach bei dem, was ich habe. Hast du übrigens den kaputten Stuhl repariert? Habe ich repariert. Gut gemacht, Mike. Das sieht auch wirklich ziemlich robust aus. Danke. So. Jetzt habe ich das erfüllt. Jetzt fehlt nur noch zweimal grüne Stofffarbe. Heißt das hier, 5 Tage habe ich noch, oder was? Gut, aber der Stuhl ist schon mal weg. Sehr schön. Und jetzt gehe ich nochmal zu Sally, denn ich habe das so in Erinnerung, dass eigentlich der Stuhl dann von mir gebaut werden kann. Ah ja, hier unten. Okay. Dann schlage ich vor, dass ich an der Stelle jetzt speichere. Das tun wir jetzt und überprüfen, was ist heute für ein Tag. Heute ist Freitag, der 12. Wenn ich jetzt bis morgen durchschlafe, ist Samstag der 13. So, und jetzt speichern und beenden. Thank you.
So, wenn ich jetzt auf Fortfahren klicke, dann müsste Samstag der 13. sein, wenn alles gut gelaufen ist. Das probieren wir jetzt mal eben aus. Samstag der 13. morgens um 8, denn ich möchte nicht nochmal von vorne anfangen müssen. Da würde ich jetzt aber sagen, haben wir trotzdem ein bisschen was geschafft. Und wenn ihr wissen wollt, wie das hier weitergeht, dann schaltet ihr in der nächsten Folge wieder ein. Und die kommt morgen. Tschüss!